Hallihallo Leute und willkommen, willkommen, willkommen zurück im Jadereich. Gleich dreimal, denn wir haben ja viel Spaß heute. Aber erstmal, hallo Su, wie geht's dir denn so? Was hast du was Besonderes zu sagen? Ja, habt ihr einen besonderen Wunsch? Nein, aber ich hätte da ein paar Fragen über euch und die Lotus-Assassinen. Das interessiert mich jetzt schon sehr, vor allem, da ihr mal ein Lotus-Assassine gewesen seid. Inwieweit kann ich euch vertrauen? Ich kann euch versichern, dass ich Ihnen nicht länger ergeben bin. Es war eine kurze Liebelei, die in beiderseitigem Unverständnis endete. Und warum habt ihr sie dann verlassen? Beziehungsweise was ist passiert, dass ihr euch eurer Liebe abgewandt habt? Darüber werde ich nicht reden. Vielleicht werde ich mehr erzählen, wenn ich eure Motive besser kenne, aber vorerst gehört meine Vergangenheit mir allein. Na gut. Das ist fair genug. Ich werde euch weiter beobachten und euch nicht weiter drängen. Vorerst. Ich verberge nichts, das euch oder eurer Sache schaden würde. Ihr und Morgenstern habt meine volle Unterstützung, aber meine Vergangenheit ist meine Sache. Okay. Ich habe Fragen über unseren Feind. Ihr wart doch mal ein Lotus-Assassine. Nicht, dass ich das oft genug betonen würde. Aber ja, vielleicht habt ihr nützlichen Intel über die. Unseren Feind? Das sicherste Anzeichen für einen effektiven Kämpfer ist, dass er viele Feinde hat. Wer interessiert euch am meisten? Nun, erzählt mir doch von Gao dem Großen, dem Vater von Gao dem Geringen. Ein kleiner Mann. Er hadert mit der Welt, weil sein Reichtum ihm nicht die Stellung kaufen kann, die er sich wünscht. So schätze ich ihn jedenfalls ein. Wenn wir ihm an seinem Aufenthaltsort nahe Tiens Anleger begegnen, dürfte er wohl kaum sehr zuvorkommend sein. Nicht nachdem er vom Schicksal seines Sohns erfahren hat. Okay, was ist mit dem Kaiser? Was kannst du mir über den Kaiser erzählen, Su? Ihr betrachtet den Kaiser als euren persönlichen Gegner? Ihr habt ja eine große Meinung von euch. Ihr solltet die Zerstörung, die ihr gesehen habt, nicht zu voreilig mit Sun Hai in Verbindung bringen. Die Hand des Todes mag ihm zwar Rechenschaft ablegen, aber es ist ein großer Sprung, von dieser Tatsache darauf zu schließen, dass der Kaiser die Taten der Lotus-Assassinen gutheißt. Aber es ist schon ein Kaiser, der sein Lotus-Assassin nicht unter Kontrolle hat. Ja. Aber gut. Erzählt mir von der Hand des Todes und die Lotus-Assassinen. Es gibt wenig zu erzählen, was euch jetzt nützen könnte. Die Assassinen sind der Hand des Todes treu ergeben, und er benutzt den daraus entstehenden Einfluss, um nach Belieben zu walten. Er kontrolliert auch die kaiserliche Armee, aber sie scheint nicht länger seine Gunst zu haben. Verglichen mit den Assassinen sind sie nur noch Wachen. Der Aufstieg der Hand des Todes hatte gerade erst begonnen, als ich die Lotus-Assassinen verließ. Ich weiß nicht viel über ihn. Okay, das wär's vorerst. Dann lebt wohl. Haben wir da einen kleinen Einblick erhalten in die Hintergründe unserer Feinde. Die Hand des Todes hat also noch nicht gedient in den beiden Lust-Assassinen. Beziehungsweise noch kein so hohes Tier als Su dort unterwürfig war, beziehungsweise angestellt. Und hier haben wir, ich muss meinen Gedankengang mal wieder abbrechen, aber hier erwartet uns etwas, wie es aussieht. Sieht aus wie Leute in blauen Kostümen und in roten. Wollen wir doch mal sehen, was es damit auf sich hat. Hier vor diesem großen Gebäude. Was erwartet uns wohl? Aus dem Weg, Weib. In dieser Stadt machen nicht wir euch Platz, sondern ihr uns. Die hiesigen Bauern werfen sich vielleicht in den Staub vor euch, aber ich tue das nicht. Wenn ihr klug seid, entschuldigt ihr euch für euer Benehmen und geht eures Wegs. Sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Glaubt ihr etwa, ich würde eine Frau nicht schlagen? Ihr müsst lernen, wo euer Platz ist. Jeder hier wird das müssen. Was starrt ihr so? Das hier hat nichts mit euch zu tun. Hey, warum legt ihr euch mit einer Frau an? Ich suche keinen Ärger, aber wenn ihr sie anfasst, kriegt ihr es mit mir zu tun. Ihr kriegt gleich alle eure Lektionen. Ach ja? Wir treffen hier also eine weitere Frau. Eine Frau, die kämpfen kann. Das ist interessant. Wow! Ich werde nicht gelassen, meine himmlische Welle auszuführen. Eine unsichtbare Mauer, so. Alles kein Problem. Nein! Heute ist nicht mein Tag. Nicht mein Tag heute. Aber gut.
wollen mal harmonische Kombos auspacken, dann geht das etwas schneller. Mit harten Schlägen. Verdammt! Der hält ja ganz schön viel aus. Okay. Okay, okay, okay. Kurz heilen. Ich weiß nicht, soll ich es mal wieder probieren? Ja, ich probier's mal wieder. Ich bin der Krötenhulk. Hallo. Wir schlagen mal wieder kräftig zu. Aber ich wechsle auch mal wieder. Die Lebensenergie sieht mich hier nicht so froh aus. Wir nehmen mal den anderen hier. Ein bisschen der Frau helfen. Wir können sie jetzt nicht allein zurücklassen. Und sie unterstützen. Ein bisschen kalte Eisstollen nach ihm werfen. Yu, was führt euch hierher? Es ist lange her, Su. Ich habe euch nicht gesehen seit jener Nacht. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Das Kind ist in Sicherheit. Dafür habe ich gesorgt. Ich weiß. Ich bin euch nach unserer Unterhaltung gefolgt. Ich wollte sicher sein, dass ihr ein gutes Heim findet. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Hugh. Ihr beiden kennt euch? Hugh und ich kannten uns vor langer Zeit. Sie war Soldatin und ich brauchte ihre Hilfe. Da war ein Kind, eine Waise. Ich wusste, Hugh würde ein gutes Zuhause für sie finden. Und wer war dieses Kind? Sie scheint euch sehr wichtig gewesen zu sein. Es war einfach nur ein kleines Mädchen. Ihre Eltern waren tot. Ich konnte mich nicht um sie kümmern und ich wusste, dass Hugh ein guter Mensch war. Sie würde ein gutes Zuhause für das Mädchen finden. Wo ist dieses Kind jetzt? Ihr seid ihr doch gefolgt. Geht es ihr gut, wo sie jetzt ist? Sie ist in Sicherheit. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Sie hat nichts mit euch zu tun. Außerdem haben wir kaum Zeit, uns mit etwas aufzuhalten, das vor fast 20 Jahren geschah. Ja, das sind alte Geschichten. Hab Dank für das, was ihr heute getan habt, selbst wenn diese Männer keine echte Bedrohung waren. Nur einfache Seeleute, die ihre Enttäuschung Luft machen, weil sie wegen des niedrigen Wasserstands hier festsitzen. Es gibt Piraten in der Gegend und sie sind eine wesentlich größere Bedrohung. Ihr werdet ihnen vermutlich begegnen, besonders wenn ihr derjenige seid, auf den ich warte. Mein Name ist Yu, wie Su, der Scharfsinnige, schon sagte. Sagt mir, junger Mann, wie lautet der Name eures Meisters? Der Name meines Meisters? Wieso wollt ihr den Namen von ihm wissen? Ich bin beauftragt, den Schützling eines lieben Freundes zu finden. Da der Fluss nicht befahrbar ist, müsst ihr aus den Grenzprovinzen stammen, der Gegend, aus der ihr seinen Worten nach kommen solltet. Da ich euch habe kämpfen sehen, bin ich ganz sicher. Ich habe unter seinem Kommando gedient. Ich erkenne seinen Stil in euren Bewegungen. Sohn Li ist euer Lehrmeister und ihr seid derjenige, den ich suche. Es ist also wahr. Meister Li ist tatsächlich der Bruder des Kaisers. Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Er ist verschwunden, nicht wahr? Die Lotus-Assassinen haben ihn geholt, wie er es geahnt hatte. Er wusste, dass sie immer noch nach ihm suchten. Sie haben gute Gründe, ihn und sein Erbe zu fürchten. Der ruhmreiche Stratege war sicher, dass euer Weg in die Kaiserstadt euch hierher führen würde. Und er gab mir sehr genaue Anweisungen, wie ich euch zu instruieren habe. Er wollte, dass ihr bereit dafür seid. Okay, wir haben wieder mal sehr viele Antwortmöglichkeiten. Aber das muss euch vor langer Zeit aufgetragen haben, Meister Li. Das muss euch wirklich vor sehr, sehr langer Zeit aufgetragen haben. Ihr seid ziemlich loyal. Oder sehr töricht? Nein, das sagen wir nicht. Aber Meister Li hat mir erzählt, wer ich bin, weil ich sein Schüler bin. Wieso wisst ihr davon? Wieso wisst ihr von meinem, ja, von meinem Schicksal und dafür, wo ich auserkoren wurde? Ich habe unter Sun Li gedient und gehörte zu den wenigen, denen er wirklich vertraute. So setzte er sich nach dem Fall der Klagefestung mit mir in Verbindung. Li wusste, die Ereignisse dort würden weitreichende Folgen haben. Er erzählte mir von der wochenlangen Belagerung und wie sein Bruder die Geistermönche niedermetzeln ließ, um den Tempel erstürmen zu können. Es war Wahnsinn. Der Kaiser hat den Wasserdrachen selbst getötet. Der Wasserdrache. Die Hirtin der Toten. Die Gottheit der Wiedergeburt. Der Versuch, ihr die Kraft zu rauben, allein der Gedanke, dass jemand das wagen würde, hat jemals ein Mensch solche Vermessenheit gezeigt? Der Wasserdrache. Hirtin der Toten, Gott der Wiedergeburt.
Kein Wunder, dass es mit Geistern hier dieses Land überflutet wurde. Oh Mann. Es gehört schon Vermessenheit dazu, ja. Aber Mut, eine Gottheit zu erschlagen? Wow. Ein solches Verbrechen gegen die Ordnung würde nicht unbemerkt bleiben. Viele Wesen leben außerhalb unserer Wahrnehmung. Der Himmel wird von den himmlischen Ämtern regiert. Dort ist für jeden Aspekt der Existenz jemand ganz Bestimmtes zuständig. Die meisten scheinen wenig einflussreich, doch einige, wie der Wasserdrache, haben Aufgaben, die ihnen einen besonderen Status verleihen. Man sagt, sie sei für das große Rad des Lebens zuständig gewesen. Sie war keine Schöpferin, aber sie nahm jedes Leben, das zu Ende ging, in Augenschein, bevor es in neuer Form in die Welt zurückkehrte. Sun Hai wollte die Wiedergeburt seines Reiches auf Kosten der natürlichen Ordnung. Ihr Körper wurde in den Kaiserpalast gebracht, als grausige Trophäe, als Symbol der Macht, die das Ende der großen Dürre herbeigeführt hatte. Das Volk jubelte dem Kaiser wie einem großen Helden zu und ahnte nicht, was er getan hatte. Es erinnert mich jetzt gerade an das chinesische Neujahr, da laufen die ja auch immer mit solchen, ja, Drachenkostümen herum durch die Straßen, die sie rumtragen. Man könnte auch was denken, die bringen sie in den Kaiserpalast als eine Trophäe, Symbol der Macht quasi. Aber der Drache ist ja in China mehr so ein Glückssymbol für Geld, Segen, Reichtum und dergleichen. Aber okay, hier ist das tatsächlich passiert. Der, ja, blaue Drache. Ja, der blaue Drache. Der Wasserdrache. Wasser ist blau, ja, also der blaue Drache, der wurde ausgelöscht. Und deswegen, um das zu erreichen, wurde auch unser Volk ausgelöscht. Um sich die Kräfte des Wasserdrachens zu bemächtigen? Ist das so, Yu? Selbst eine Gottheit ist nicht unbesiegbar. Sie hat ihren Platz, und den kann man ihr nehmen. Li konnte das Massaker an den Geistermönchen nicht verhindern, doch er konnte fliehen und er nahm euch mit. Die meisten glauben, Sun Li sei in der Festung gefallen. Eine Lüge, die der Kaiser verbreiten ließ. Eine Handvoll von uns wussten, dass er lebte, und kannten den schrecklichen Preis seiner Rebellion. Li hatte eine Frau und sie war schwanger. Seine Tochter wurde im Kaiserpalast geboren, während er in der Klagefestung war. Aber Li hat sie nie gesehen. Wenige Wochen später ließ der Kaiser Lis Familie exekutieren. Exekutieren? Ihr meint ermorden? Die Lotus-Assassinen erhielten Befehl, sie zu töten. Eine Mutter und ihr Neugeborenes. Ich bin sicher, der Befehl kam direkt von der Hand des Todes. Ich kann nicht glauben, dass Meister Li seine Familie im Stich gelassen hat. Andererseits, ja, wenn er nicht gegangen wäre, wären die wahrscheinlich sowieso alle gestorben. Aber was hätte er tun können? Es ist kein Wunder, dass Meister Li den Kaiser hasst. Er hatte sicher nie vermutet, dass seine Familie in Gefahr wäre. Aber hätte er es gewusst, er hätte euch vermutlich trotzdem gerettet. Li weiß, dass ihr eine Bestimmung zu erfüllen habt. Ihr seid der Letzte eurer Art. Die natürliche Ordnung der Dinge ist gestört. Es gibt vieles zu erzählen. Aber zunächst habe ich den Auftrag, euch eine ganz besondere Unterweisung zu geben. Euer Meister hat mich ausdrücklich darum gebeten. Es ist an der Zeit, eure Ausbildung fortzusetzen. Und ich habe die Ehre, das grundlegende Wissen erweitern zu dürfen, das Sun Li euch vermittelt hat. Ich werde euch meinen Stil lehren. Eine kurze Erklärung dürfte genügen. Okay, ich bin bereit, etwas Neues zu lernen. Ich frage mich, wobei es sich darum handelt. Ich bin echt gespannt. Einige Lektionen mussten warten, bis ihr bereit wart für die Art Aufmerksamkeit, die sie euch bescheren werden. Sun Li hat sie mir mitgeteilt, damit ich sie an euch weitergeben kann. Ich soll euch den Stil Seelenfänger lehren. Magie und Waffen lassen euch ermüden. Wenn ihr sie zu intensiv einsetzt, könntet ihr verwundbar werden. Mit Seelenfänger könnt ihr euer Ski wieder auffrischen und so eure Kampfbereitschaft länger aufrechterhalten oder Wunden ignorieren. Seelenfänger ist besonders nützlich, wenn der Feind gegen einfache, waffenlose Angriffe immun ist, wenn ihr also Magie oder Waffen einsetzen müsst. Dieser Stil kann den Gegner sogar bewegungsunfähig machen. Dadurch gewinnt ihr mehr Zeit, euch zu erholen. Diese kurze Lektion dürfte fürs Erste genügen. Treffen wir uns im Teehaus und sprechen wir dort über euren Meister und vieles andere.
Okay, cool. Ein neuer Stil, Seelenfänger. Den wollen wir doch gleich mal zuweisen. Der klingt nämlich echt gut. Wenn wir da jetzt mal so sehen, er kann auch noch Leute verletzen. Oder er kann Monster verletzen, die sonst nur durch Waffen oder Magiestile verletzbar sind. Zum Beispiel Oger und Dämonen. Krötendämonen zum Beispiel, ja. Und den wollen wir natürlich zuweisen, nicht Infos. Zuweisen auf die 6. Oder? Ja, lassen wir das erstmal so. Ich werde das später mal offscreen richtig schön für mich anordnen. Okay, wir sehen hier, wir sind auch bald wieder eine Stufe aufgestiegen, aber es dauert noch ein bisschen. Hooray! Wir sind ein bisschen fertig. Ah, schnell! Ah, schon besser. Okay, oh, ein Buchständer! Lesen oder nicht lesen, das ist hier die Frage. Hier warten uns auch einige. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu You rein. Wenn man das anders ausspricht wie Hui, dann heißt You sowas wie können oder sich treffen, ein Zusammentreffen. Das passt recht gut, diese Namensgebung. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder nicht. Auf jeden Fall, auf Chinesisch heißt das sowas, ja. Hallo, You! Schön, dass ihr gekommen seid. Lasst uns also fortfahren, wo wir stehen geblieben waren. Als erstes haben wir noch ein Hühnchen mit euch zu rupfen. Ihr schon wieder? Es gibt wirklich Wichtiges zu tun und ihr Burschen werdet nicht müde, uns dabei zu stören. Es überrascht mich, dass ihr so schnell eine weitere Tracht Prügel wünscht. Diesmal haben wir ein paar Freunde mitgebracht, damit es etwas gerechter zugeht. Boah! Boah! Puh! Stopp! Bruce Lee. Okay, wir heizen ihn erstmal ein. Wir brauchen etwas. Chi. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob es diesmal funktioniert. Haha, wunderbar. Es hat funktioniert. Ich möchte diese Chi-Kugel haben. Sehr schön. Ich glaube, hier gibt es irgendwo die Möglichkeit. Ja. Ein bisschen. Ihr wollt alle gegen mich? Aha. Hallo. Ja, das ist ein richtig cooler Stil eigentlich. Ihr seht hier unten, wie die Leiste abnimmt. Gleich habe ich dann die Tischbeine verloren. Okay, und dann bin ich wieder zurück beim weißen Dämon. Wir wollen natürlich auch mal gleich den Seelenfänger ausprobieren, unseren neuen Stil. Entkräftet. Sehr schön. Mit Chi-Schaden kann ich natürlich auch Schaden hinzufügen und gleichzeitig mein Chi auffüllen, was ich echt super, 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 super nützlich finde. Es wird. Ich glaube, den Stil werde ich öfter benutzen dann. Ja, das klingt doch gut. Okay, wie viel haben wir noch übrig? Ich laufe nochmal hier durch. Kann ich nochmal schnell den einen coolen Improvisationsstil machen? Ja, perfekt. Okay. Komm doch. Wir greifen an. Mit den Tischbeinen auf den Kopf. Immer kräftig drauf. Oh, will jemand mitspielen? Yay. Das geht ab. Cooler Kampf. Ihr müsst wahrhaftig Lees bester Schüler sein, obwohl irgendetwas an eurem Kampfstil seltsam ist. Ich kann nicht genau sagen, was, aber das tut nicht zur Sache. Das haben wir jetzt schon Seeleute öfter werden uns gehört. nicht mehr behelligen. Zurück zu unserer Sache. Sun Li gab mir Anweisungen. Ich sollte auf euch warten, falls etwas geschehe. Ich habe mich mehr als 10 Jahre lang auf diesen Tag vorbereitet. 10 Jahre? Lange Zeit. Aber mich würde mal interessieren, was so seltsam in unserem Kampfstil sein soll. Das haben wir jetzt schon gehört von der Frau in Schwarz, von Hui. Hugh. Oder Hui. Ich sage jetzt Hui, weil Hugh ist irgendwie. Ja, das klingt irgendwie nach Jedi. Ich weiß nicht wieso, aber Jedi. Jedi Hugh. Yay. Na okay, wollt ihr etwas sagen. Wollt ihr etwas sagen, die wusste, dass man ihn entführen würde? Was genau der ruhmreiche Stratege weiß und was er geplant hat, übersteigt meinen Horizont. Sein Planungsgeschick sucht seinesgleichen. Ich weiß nur, dass er mir auftrug, auf euch zu warten. Sun Li bat mich, ein Stück eines ganz besonderen Amuletts zu finden. Dieses Amulett war für euch, seinen besten Schüler, bestimmt. Es wurde zerbrochen und in alle Winde verstreut, als der Tempel der Geistermönche fiel. Er beabsichtigte, das wichtigste Stück euch zu geben. Ich vermute, er hat es getan.
Mit einem kleineren Stück sollte Gerüchten zufolge ein junger Novize geflohen sein, aber das war Jahre her und die Spur war erkaltet. Und ihr habt euch dennoch auf die Suche nach dem Rest des Amuletts gemacht? Wir haben ja von den, von dem Geist, der uns heimsucht, den wir immer Visionen haben, schon erfahren, dass es noch 3 weitere Amulettbruchstücke gibt. Und sie spricht jetzt wieder von dem einen, das hier in der Nähe sein soll, also hier in Tiens Anleger. Wird er angeblich von einem Wächter bewacht, ob das dieser junge Novize ist? Vielleicht, aber hat er wirklich dann so lange gelebt? Obwohl, so lange kann das gar nicht her sein. Es sind doch höchstens, ja, 20 Jahre, oder? 10, 20 Jahre? Er könnte also noch im Leben sein. Ist es dieser Novize? Und ihr habt euch dennoch auf die Suche gemacht? Mit der Zeit fand ich heraus, dass der Mönch in das alte Städtchen Tiens Anleger geflohen war. Dort blieb er etwa ein Jahr, bis er den Spätfolgen seiner Verletzungen erlag. Man begrub ihn mit allem, was er besaß. Okay, das hätte sich also erledigt. Das war es musste rasch gehen, denn der neu gebaute Damm sollte bald geschlossen und das gesamte Städtchen zu einem feuchten Grab werden. Das Amulett war außer Reichweite, also kam ich hierher und wartete. Jetzt haben die Lotus-Assassinen den See abgelassen und die Ruinen des alten Tiens Anleger freigelegt. Sie suchen wohl ebenfalls nach dem Bruchstück des Geistermönchs-Amuletts. Okay, deswegen wurde also der Damm wieder geschlossen, beziehungsweise geöffnet. Geschlossen? Ja, geschlossen wurde er, glaube ich. Schabawupdiwubidubidubabadumba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 mb